Hey Leute, herzlich willkommen zu A Violent Revelry. Ich habe einen Key dafür bekommen, wir gucken uns das Ganze mal an. Das ist jetzt vor kurzem auf Steam im Early Access gestartet. Im Early Access, da sage ich gleich nochmal was zu. Ich glaube, das kostet um die 13 Euro. Und ja, die Geschichte ist so fast so alt wie die Menschheitsgeschichte selbst. Ein Spiel erscheint auf Steam im Early Access und wird erstmal in der Luft zerrissen, weil es hier Bugs gibt, weil da was fehlt, weil dort was nicht funktioniert. Nun, wenn man sich das mal durchlesen würde, dann steht da auch noch drin, dass das Spiel ungefähr noch 2 Jahre im Early Access bleiben soll. Oha! Jetzt könnte man gedanklich die Verbindung herstellen, dass das vielleicht noch ein bisschen early ist, so auch als Alpha wieder steht. Mehr will ich da jetzt aber auch nicht zu sagen. Wir schauen da einfach mal rein. Ich habe es noch nicht gespielt. Es könnte was werden, ist halt die Frage, aber es sah halt schon so interessant aus. Mal gucken. Es ist halt auch noch nicht so viel vorhanden. Mal schauen, was wir uns überhaupt angucken können. Ich werde das jetzt auch nicht so lang machen, das Video, weil, wie gesagt, in 2 Jahren kann sich echt viel ändern. Oder halt gar nichts. Ich habe ein Auge auf dich geworfen. Nicht nur eins. Gut, also so generell von der Optik, das sieht. Okay, wir sollen hier die Gegend erkunden. Alles klar, jetzt so nochmal zur Optik, das ist alles eher so ein bisschen zweckmäßiger und er läuft hier auch ganz schön träge. Ob das so gewollt ist, ich glaube schon, weil gerade auch diese Kampfanimation, wenn er zuhaut, kann er sich halt auch nicht bewegen. Also das gehört dann auf jeden Fall auch zum Kampfsystem. Ich habe jetzt mal Tab gedrückt, was haben wir denn hier? Kingdom Empire, ist das hier sowas wie ein Rufsystem? Soll das sowas wie ein Rufsystem werden? Wir haben hier unterschiedliche Werte, kennt man ja. Dann unterschiedliche Resistenzen. Ein Training Quill. Ja, super. Okay, aber das nur ganz kurz. So, habe ich hier noch irgendwas? Wenn ich C drücke, kriege ich dieses Menü hier. Da kann man dann noch mal bestimmte Sachen auswählen. Ich hatte auch gelesen, dass da ein paar Leute wirklich verwirrt waren, weil sie absolut nicht wussten, was sie da machen sollten, als das Spiel gestartet haben. Mit E kommen wir hier rein. Ah, okay, ist das hier sowas? Skillsystem? Element Absorb Radius. Wheel Speed. Ja, das sieht sowas aus wie so ein Skillbaum. Ist halt die Frage, wie umfangreich der dann werden wird. Cosmic Resistance. Casting Speed. Resistance to Fire. Aber wir haben jetzt hier keine Information erstmal drüber, was für Werte das dann sind. Alles klar, gut. Das war jetzt nochmal ein ganz kurzer Blick. Den brauchen wir uns jetzt wahrscheinlich auch noch nicht wirklich so angucken. Vermutlich wird sich da auch noch einiges ändern. Und was ist jetzt Perception oder was? Ja, ich merke schon, also vom Zuhauen, das ist schon sehr, ich will jetzt nicht sagen sluggish. Haben wir denn auch, ja, hier haben wir unsere Ausrüstungsslots, wir haben eine Gewichtsanzeige. Da müssen wir dann also auch drauf achten. Notizen. Ich wollte nicht mal hauen, aber der holt dann aus. Oh, hallo. Hilfe! Hilfe! Mann, wie schnell bist du denn? Wow.
Und nu, kann ich dich irgendwie looten? Kann ich eine Schaufel nehmen und dich vergraben? Ich weiß es nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Na gut. Dann schauen wir erstmal noch ein bisschen. Warum hat er denn jetzt so sein Ding gedreht, wollte ich schon sagen. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Blut. Gut, Grafik ist zweckmäßig. Musik düdelt. Ich wollte schon dödelt, so vor sich hin. Okay, ja, aber ist eigentlich auch noch ganz okay. Gut, dann können wir wahrscheinlich wieder das Gebiet wechseln. Hier unten können wir dann vermutlich unterschiedliche... sind vermutlich Skills, oder? Gibt es denn sowas? Es gibt bisher auch noch kein Hauptmenü. Das war ja auch ein Riesenkritikpunkt. Lässt du mich in Ruhe? Ja, lässt du. Alles klar. Dann lasse ich dich mal links liegen. Dich auch. Das ist natürlich auch interessant, dass man dann hier nicht alles so sieht, wie das mit dem Schatten quasi gemacht ist, wenn man um eine Ecke läuft. Hallo, ich stecke fest. Man kann mit einer Waffe stecken bleiben. In so einem, was soll das sein, Spinnenei? Was ist das denn? Tatsache. Okay, kriegen wir scheinbar nicht kaputt. Das ist ja interessant. Die Frage ist nur, wie praktikabel dann sowas von der reinen Gameplay-Perspektive her ist. Ich weiß nicht. Also sonst hätten das wahrscheinlich schon mehrere gemacht, wenn das gut funktionieren würde. Hey, was ist denn... Ach, du bist... Es gibt auch Knockback. Dann ist der betäubt durch Knockback. Das ist ja auch sehr... interessant. Ach, mit der rechten Maustaste können wir dann so nach vorne. Dann machen wir aber weniger Schaden. Ist halt alles ein bisschen doof hier gerade. Jetzt, oh Gott. Ja, gestunt. Das ist halt jetzt super, super schlecht. Das ist halt wirklich sehr träge. Was ja gar nicht mal so verkehrt ist vielleicht, aber es gibt halt so einen Punkt, wo es dann eigentlich schon zu viel ist. Gut, wenn man dann entsprechende Skills hat und so, dann wird sich das wahrscheinlich noch ändern, beziehungsweise Ausrüstung. Ich weiß halt auch nicht, du hast keine Lebenspunkteanzeige, das ist halt schon ein bisschen doof. Vielleicht gibt es da später auch noch so einen Skill für, um sich das dann anzeigen zu lassen. Ja, gut, das war... Ich glaube, da waren wir wirklich von vornherein auf dem verlorenen Posten. Ich habe ja echt gar nicht mal so selten getroffen. Der wollte einfach nicht umfallen. Was will der mir hier erzählen? Wir haben 3 Leben. Okay... Wir haben jetzt nur unsere Fäuste. Wir haben auch keine Waffe mehr. Könnte es vielleicht sein, dass ich dann... Ach, hier haben wir die Karte. Dass ich dann meine Leiche da looten kann. Weil das... Okay, das sieht so ein bisschen danach aus. Toll, wir sind jetzt nackt und haben nicht mal mehr eine Waffe. Gut, ich bin von mir aus gerne nackt, aber ich hätte gerne eine Waffe. Sind für Musik. Ja, okay, da haben wir also anscheinend geschlafen. Interessante Musik zum Einschlafen. Was? Was zur Hölle? Was war denn das jetzt hier? Ich habe gerade woanders hingeguckt. Ist der umgefallen? Warum ist der denn umgefallen? Und was ist das hier?
Da können wir wahrscheinlich irgendwie. Das sieht für mich ein bisschen vielleicht nach Aufleveln aus. Möglicherweise. Gehen wir hier mal raus. Gucken wir mal, wie das hier ausschaut. Wir können hier nicht rausgehen, richtig? Richtig? Doch. Oh, hallo. Okay, das war, glaube ich, ein Fehler. So ohne Waffe. Ich hätte wirklich da wieder hinlaufen müssen, wo meine Waffe dann vermutlich liegt. Das sind doch nur Fledermäuse, Mann. Die kann ich doch totboxen. So wie das Profis machen. Na, die halten halt. Oh Gott, du siehst nach einem Gegner aus. Bist du ein Gegner? Du hast Feuer und dann noch so ein. Och. Hä? Bist du ein Gegner? Hallo? Ich weiß nicht, was du da machst, aber okay. Ich greife den jetzt nicht an. Nein. Dann ist ganz schnell vorbei. Aber ich greife Grashalme an. Jetzt bleib doch hier. Es bringt mir nichts, dass ich die umhaue, weil ich überhaupt nichts da rausbekomme. Hier können wir noch nicht rein. Okay, da haben wir. Was bist du denn? Wir haben auch einen Dash mit der Leertaste, alles klar. Wir haben nicht mehr so viele Lebenspunkte. Seid ihr freundlich oder feindlich? Ich glaube, ihr seid. Kann ich dich K.O. schlagen und mir dein Schwert schnappen? Hm. Sieht jetzt nicht so danach aus. Und da kommen wir auch nicht rein. Aber E ist ja eigentlich zum Interagieren. Das heißt, ich müsste dann ja eigentlich auch mit E dann vielleicht mal mit Leuten reden können. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht mit dir? Ich will dich jetzt nicht hauen. Die Frage ist halt, kann ich dich überhaupt hauen? Oh ja! Ja, ja, gut, das war jetzt, ist mein Ende. Die haben sich gerade gegenseitig. Ist ja super. Gib mir das. Warum? Ich muss halt das direkt immer auswählen. Also, beziehungsweise, ich muss da. Es ist schwierig, das mit der Maus dann drauf zu bleiben, dass das markiert bleibt. Ich geh dann mal. Danke. Nein! Geh weg! Niemand will dich hier haben. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt. Du hast dich jetzt selbst damit gekillt. Gut, so kommt man natürlich auch zur Ausrüstung. Das ist ja super. Zumindest. Ich weiß nicht. Sind das hier einfach nur Überreste? Die Waffe macht schon ein bisschen mehr Schaden, also. Naja. Mach mal nicht hier einen auf. Nein, da wollte ich jetzt nicht drin stehen bleiben. Danke. Was habe ich denn da jetzt eigentlich alles eingesammelt? Librarian Rope. Close Hood und Letter Opener. Zweihand Letter Opener, ne? Genau. Habe ich denn auch irgendwo sowas wie ein. Das wollte ich jetzt nicht. Inventar. Vielleicht. Das ist schon eine nette Animation. So, wenn er die Waffe nimmt und die sich dann so dreht, das ist auf jeden Fall nett gemacht. Das war bestimmt ganz genau so gedacht, wie ich das gerade gemacht habe. Mit Sicherheit. Na gut, das sollte jetzt aber auch nochmal
ein ganz, ganz erster Einblick sein. Das ist einfach hier eine Rüstungsanzeige. Wofür diese Helmanzeige jetzt hier ist, ist das die Haltbarkeit? Vermutlich. Gut, ne? Aber wie gesagt, 2 Jahre ungefähr, vielleicht auch noch länger. Kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen, ganz ehrlich. Aber generell so von der Optik, das Einzige, wo ich was wirklich was zu sagen kann, ist halt die Optik und so ein bisschen die Musik, die Soundeffekte. Das ist halt schon, ist es auf jeden Fall okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich sage, das ist totaler Mist. Nein, es ist auf jeden Fall okay. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Was dieses Kampfsystem angeht, müssen wir mal gucken, was sich da noch so in den nächsten 2 Jahren tut. Und generell, was sich am Spiel noch tut, was man da noch so machen kann. Aber wie gesagt, das sollte jetzt hier auch nochmal ein ganz, ganz, ganz kurzer erster Einblick sein in das Spiel. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.